Online-Klavierunterricht ist eine tolle Möglichkeit, aber es gibt fünf Dinge, die du unbedingt vermeiden solltest, weil diese fünf Dinge deinen Online-Klavierunterricht wirklich ruinieren können. Also bleib dran. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Reihe Fragen und Antworten. Ich bin Thorsten Eil und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Klavierspielen. Wenn du also von YouTube immer über neue Videos von mir informiert werden möchtest, dann abonniere meinen Kanal und drück nebendran auf die Glocke und schau dich auch ruhig mal auf meinem Kanal um. Da gibt es mittlerweile mehr als 100 Videos. Da ist mit Sicherheit noch viel Interessantes für dich dabei. Ich selber mache Online-Klavierunterricht mittlerweile seit vielen Jahren. Ich verwende dazu in aller Regel das Programm Skype. Skype ist den meisten eigentlich bekannt. Die meisten haben es eh schon auf ihrem Computer. Und von daher werde ich heute auch dann im Wesentlichen über Skype sprechen, wenn es also um das Thema Online-Klavierunterricht geht. Das meiste von dem, was ich aber sage, gilt für die anderen Programme, die es da gibt, in ähnlicher Weise. Okay, das Erste, was deinen Online-Klavierunterricht oder deinen Skype-Unterricht wirklich ruinieren kann, ist ein schlechtes Bild. Um ein gutes Bild zu bekommen, brauchst du eine HD-Webcam. Dass du eine HD-Webcam verwenden solltest, hat noch einen zusätzlichen anderen Hintergrund. Insbesondere Skype überträgt bevorzugt Bilddaten. Das bedeutet, wenn deine Kamera schon zu viel Bandbreite verwendet, dann bleibt eben weniger Bandbreite für die Tonübertragung übrig und wir wollen ja eine gute Tonübertragung auch gewährleisten. Und von daher solltest du auf keinen Fall die eingebaute Kamera von deinem Laptop oder von deinem Computer verwenden, sondern nimm eine hochwertige HD-Kamera. Ich verwende hier zum Beispiel dieses Modell von der Firma Logitech, aber da gibt es auch genügend andere Hersteller. Also da ist jetzt wirklich kein Mangel am Markt. Da wirst du sicherlich ein sinnvolles Modell finden. Wichtig ist, dass es eine HD-Kamera ist. Verwende bitte auch kein Smartphone oder Tablet-Computer. Nimm wirklich für den Unterricht ein Notebook oder ein Desktop-PC. Damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht, weil die auch die größere Rechenleistung in aller Regel haben. Also das funktioniert am besten. Bei der Bildübertragung solltest du noch auf eine Sache aufpassen. Neben der Webcam ist es zusätzlich wichtig, dass du für eine gute Ausleuchtung des Raumes sorgst, weil wenn der Raum zu dunkel ist, dann braucht eben die Webcam auch wieder mehr Rechenleistung, um das Bild zu übertragen und das fehlt dann nachher wieder bei der Bandbreite für die Tonübertragung. Übrigens habe ich vor einiger Zeit schon einmal ein Video zum Thema Skype-Klavierunterricht gemacht. Das verlinke ich in so einer Infobox. Das kannst du dir gerne auch nochmal anschauen. Okay, zweiter Punkt. Eine schlechte Tonübertragung. Wie gewährleisten wir also eine gute Tonübertragung? Wir brauchen als erstes natürlich ein anständiges Mikrofon. Ein Mikrofon, um Musik zu übertragen, ist gar nicht so einfach zu finden. Was ist die Herausforderung? Was ist das Problem bei der Übertragung von Musik? Nun, die meisten Mikrofone, die in irgendwelchen elektrischen Geräten eingebaut sind, sind eben für die Übertragung von Gesprächen gedacht. Und Musik hat nun das Problem, insbesondere Klaviermusik, dass wir also von den Tonhöhen her eine sehr große Breite haben. Ja, wir haben sehr hohe Töne, wir haben sehr tiefe Töne. Das muss das Mikrofon abbilden können. Und das nächste ist auch die Lautstärke. Die meisten Mikrofone sind für eine normale Gesprächslautstärke ausgelegt, aber nicht für die Lautstärke von einem Klavier oder einem Flügel. Aus meinem Flügel hier kommen, wenn ich da ordentlich in die Tasten haue, etwa 100 Dezibel raus. Das schafft ein normales Mikrofon einfach nicht. Und von daher brauchst du ein High-End-Mikrofon. Also das heißt, solche Mikrofone sind in der Regel sehr, sehr teuer. Man spricht hier von Kondensatormikrofonen, die also einen Grenzschalldruck aushalten sollten von mindestens 120 Dezibel.
Und wenn du so ein Kondensatormikrofon dir kaufst, dann brauchst du noch ein sogenanntes Audio-Interface dazu. Ein Audio-Interface wandelt das akustische Signal des Mikrofons in ein elektronisches Signal um. Ich habe aber ein Mikrofon gefunden, das einen USB-Stecker hat und wo du also kein Audio-Interface benötigst, das den entsprechenden Schalldruck hat und das auch tatsächlich eine wirklich gute Tonübertragung gewährleistet. Das ist das hier von der Firma Blue. Das Mikrofon nennt sich Yeti. Du musst aber aufpassen, es gibt mittlerweile ein zweites Modell, nämlich das Modell Yeti Nano. Das ist quasi der kleine Bruder von dem hier. Und dieses Yeti Nano ist also für die Übertragung von Klaviermusik nicht geeignet. Und von daher kauf dir also wirklich dieses Yeti-Mikrofon, weil da kannst du zum Beispiel auch die Empfindlichkeit einstellen und so weiter. Das hat der kleinere Bruder, dieses Yeti Nano hat das nicht. Okay. Gut, das ist also das eine. Wir müssen gewährleisten, dass ein gutes Tonsignal in die Leitung reingeht. Dann müssen wir natürlich auch wieder gewährleisten, dass ein anständiges Tonsignal aus der Leitung rauskommt. Und das erreiche ich durch gute Lautsprecher. Auch da sind die Lautsprecher, die im Computer eingebaut sind, in aller Regel nicht geeignet. Wenn du es ganz perfekt machen willst, dann schließt du natürlich den Computer an deine Stereoanlage an. So habe ich es hier bei mir gemacht. Aber wenn du die beiden Sachen, also Klavier und Stereoanlage, nicht im gleichen Raum stehen hast, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als mal über einen externen Lautsprecher nachzudenken. Da gibt es hier zum Beispiel von der Firma Anker, das nennt sich Soundcore 2. Der ist also ganz von der Qualität her sehr, sehr gut, ist auch nicht zu groß. Diese Lautsprecher sind heute alle Bluetooth-fähig. Ich würde aber dringend davon abraten, den Lautsprecher über Bluetooth mit deinem Computer zu verbinden. Nimm lieber das Kabel, weil auch so eine Bluetooth-Verbindung ist immer störanfällig und von daher ist die Kabelverbindung immer die sicherere Lösung. Das werden wir auch gleich beim nächsten Punkt bei der Internetverbindung sehen. Also lieber auf ein Kabel zurückgreifen. Und was natürlich eigentlich auch selbstverständlich ist, für die Tonübertragung, schau, dass natürlich keine allzu großen Hintergrundgeräusche da sind und dass du in einem Raum oder in einer Atmosphäre bist, wo du einfach Ruhe hast und wo du dich wirklich auf deinen Unterricht konzentrieren kannst. Übrigens, wenn du Fragen haben solltest, dann schreib mir bitte einen Kommentar. Ich antworte darauf auf jeden Fall und unter Umständen mache ich natürlich dann auch ein Video dazu. Der dritte Punkt, der deinen Skype-Klavierunterricht ruinieren kann, ist eine schlechte Internetverbindung. Davon haben wir gerade schon gesprochen. Also wenn du ins Internet gehst, dann nutz bitte ein Kabel, so ein WLAN-Kabel, ist für ein paar Euro zu haben und gibt es auch in allen möglichen und unmöglichen Längen. Ich habe hier ein 10-Meter-Kabel, das ich dann eben von meinem Laptop zur Fritzbox lege. Und das ist auch rot, weil das liegt hier bei mir dann einmal über den Flur, damit niemand drüber stolpert und hat eben auch eine entsprechende Länge. Für den Fall, dass jemand mal dran hängen bleibt, dass der nicht gleich das Kabel aus der Fritzbox oder aus dem Computer rausreißt. Was auch wichtig ist, dass du mal überprüfen solltest, wie gut ist deine Internetverbindung. Wenn nämlich deine Internetverbindung nicht allzu gut ist, dann solltest du darauf achten, dass in der Zeit, wo du Klavierunterricht hast, sonst niemand im Internet unterwegs ist. Und vor allem solltest du darauf achten, dass niemand in der Zeit Updates runterlädt oder auf YouTube irgendwelche Videos anschaut oder auch zum Beispiel diese Amazon-Sticks, die es da jetzt neuerdings gibt, um Fernsehen zu schauen. Das verwendet natürlich alles Bandbreite, die dir nachher dann unter Umständen fehlt. Und ich sage es auch mal so, eine Woche hat 168 Stunden. Also von daher wird es doch sicher mal möglich sein, dass du in den 45 Minuten, in denen du deinen Unterricht hast, das Internet alleine nutzen kannst und die restlichen Leute in deinem Haushalt
ihre Sachen in den 167 übrigen Wochenstunden erledigen. Okay. Übrigens noch eine andere Sache, wenn du gerne Unterricht bei mir nehmen möchtest, dann ist das natürlich auch möglich, logischerweise über Skype. Du kannst aber auch hierher zu mir nach Hause, nach Heroldsberg, das ist in der Nähe von Nürnberg, kommen. Und wenn du dazu gerne Kontakt mit mir aufnehmen willst, dann schreib mir einfach eine E-Mail. E-Mail-Adresse findest du natürlich in der Infobox. Gut, das war die Werbeeinlage und es geht weiter. Der vierte Punkt, der Probleme machen kann, ist das Thema Rückkopplungen. Wie entstehen Rückkopplungen in aller Regel oder am häufigsten? Rückkopplungen entstehen meistens dann, wenn das Mikrofon und der Lautsprecher zu dicht beieinander stehen. Da du aller Wahrscheinlichkeit nach ja sowieso ein externes Mikrofon und einen externen Lautsprecher, verwenden wirst, sollte das bei dir kein Problem sein. Das Problem tritt meistens dann auf, wenn die Leute eben keine externen Geräte verwenden, sondern wenn Lautsprecher und Mikrofon am gleichen Gerät, am gleichen Laptop oder sogar am Tablet oder sowas sich befinden. Und dann kann es natürlich zu starken Rückkopplungen kommen und das ist sehr, sehr unangenehm. Und das ist also noch ein weiterer Grund, warum du auf jeden Fall diese externen Geräte verwenden solltest. Gut, und der letzte Punkt, Punkt Nummer 5, aber keinesfalls der unwichtigste Punkt, schlechte Vorbereitung. Schlechte Vorbereitung bedeutet, dass du auf jeden Fall darauf achten solltest, dass dein Programm, das du für den Unterricht verwendest, immer aktuell ist. Also das heißt, dass du regelmäßig Updates herunterlädst und dass du so ein Update auch nicht eine Minute bevor du Unterricht hast, startest, sondern dass du dir eben für solche Sachen immer einen gewissen Puffer, einen gewissen Zeitpuffer einbaust. Und wenn du ein Update gemacht hast, dann kontrolliere auch bitte, dass die Einstellungen noch stimmen. Manchmal passiert es nämlich, dass nach dem Update die Einstellungen zurückgesetzt sind und dass du dem Programm nochmal sagen musst, welche Kamera, welches Mikrofon und welchen Lautsprecher es verwenden soll. Wenn du diese Sachen beachtest, dann sollte dein Skype-Klavierunterricht ein voller Erfolg werden. Ich selber muss sagen, also ich bin wirklich absolut begeistert von dieser Möglichkeit. Ich unterrichte einen Großteil meiner Schüler ausschließlich über Skype. Das mache ich schon seit Jahren und ich bin damit wirklich sehr, sehr zufrieden. Es gibt eigentlich nichts, was ich an der Stelle vermissen würde. Wenn dich das Thema interessiert, hier sind auch noch zwei Referenzen von Schülern von mir. Denk auch dran, meinen Kanal zu abonnieren, falls du es nicht sowieso schon getan hast. Und ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Freude beim Musizieren und bis zum nächsten Mal.